to begin. Guten Morgen aus Bangkok und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier gestern Nachmittag angekommen, also falls ihr es nicht mitgekriegt habt, wir waren vorher auf Koh Chang und sind dann am Montag von Koh Chang mit dem Bus und der Fähre zurück nach Bangkok gefahren. Das haben wir einfach vor Ort im Hotel gebucht. Man kann es aber auch einfach online buchen, wenn man googelt Koh Chang to Bangkok, und dann kommen eigentlich direkt so Seiten, wo man das dann buchen kann, und dann kriegt man so ein Ticket aufs Handy und dann kann man das einfach zeigen und dann alles ganz entspannt. Diese Fahrt dauert so ungefähr 6 Stunden, glaube ich. Wobei wir noch lauter Leute abgeholt haben, deswegen hat es bei uns ein bisschen länger gedauert. Und dann waren wir gestern Abend hier schon mal so ein bisschen am Rumlaufen und auf der Khao San Road und der Soi Rambutri Straße. Also ja, excuse meine Aussprache. Und jetzt gehen wir frühstücken. Wir haben hier Frühstück im Hotel, aber dafür sind wir jetzt im Ehrlich zu sein ein bisschen zu spät dran, gell? Das ist nämlich in 5 Minuten vorbei. Aber wir wollten eh in das Mango gehen. Das haben ganz viele von euch empfohlen. Da gibt es auch wohl vegane Pancakes. Genau. Und dann schauen wir ein bisschen die Stadt an. Und heute Abend ist ja unser letzter Abend hier. wollen wir eine Rooftop-Bar besuchen. Übrigens ist das unsere Unterkunft hier in Bangkok. Und das ist eigentlich direkt um die Ecke von der Khao San Road. Also jetzt nicht so mega ruhige Lage. Dafür kann man alles gut zu Fuß erreichen. Man ist, oder was heißt nicht alles natürlich, aber man ist erstmal direkt zu Fuß in der Stadt. Wir könnten eigentlich da rüber gehen und dann durch die Straße durchlaufen. Yes. Ja, und es ist ein modernes und sauberes Zimmer. Kann ich euch nachher noch mal genauer zeigen, auch wieder nicht besonders riesig. Also wenn ihr hier in Thailand Zimmer bucht und die sind Deluxe Superior Queen Zimmer, dann ist das, was wir da jetzt hatten. Das war nämlich bei Booking im Angebot. Achso, und wir zahlen, ich glaube, pro Person 19 Euro die Nacht. Also das ist jetzt nicht das Günstigste, was man kriegen kann. Man kann auch für 5 Euro die Nacht irgendwo wohnen, wenn man da auf sowas achten möchte. Aber wir dachten nochmal einen guten Schlaf und eine gute Dusche, bevor wir dann zurückfliegen, ist nicht schlecht. Zebrastreifen haben hier übrigens nicht so viel Gewicht, wie man sieht. Aber da ist auch eine Ampel, die kein Mensch gedrückt hat. Könnte man ja auch mal machen, ne? Und dann läuft da drüben so ein Countdown runter. Und dann interessiert es trotzdem kein Auto, ob die rot haben oder nicht. Oder wir grün oder nicht. Und das ist die Khao San Road übrigens tagsüber. Also da ist hier nichts los und die Schilder leuchten auch alle nicht. Und hier fahren auch Autos durch. Und nachts sind dann hier keine Autos mehr und lauter Buden und Musik. Und dann geht es richtig ab. Und dann ist hier richtig, richtig viel los. Jetzt sieht es einfach aus wie eine stinknormale Straße. Also der erste Teil von unserem Frühstück sind jetzt erstmal Gyozas. Ich habe sie so gebraten und Jojo hat sie gedämpft. Und dann gibt es gleich noch Pancakes. Okay, also ich habe mir einen Ingwer-Tee bestellt. Schaut euch mal an, wie der ankommt. Das ist weltverrückteste Tasse. Ich weiß ehrlich gesagt, eigentlich das trinken soll. Total süß. Und Jojo hat einen Thai-Tee mit Kokosnussmilch. Den muss ich jetzt auch noch gleich probieren. Das haben wir eigentlich erst relativ spät entdeckt, wie lecker Thai-Tee ist. Und das jetzt zum ersten Mal mit was Milchmäßigem, sonst immer mit Zitrone. Ja gut. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie gut sieht's aus? Thank you. Also das sind irgendwie so Pancakes aus allen möglichen Mehlsorten. Also die sind vegan und das ist Kokosnussmilch und Mango und Banane. Wie gut das sieht das aus? Okay, ich weiß nicht, ob wir die Gyozas unbedingt davor gebraucht hätten. Also das Frühstück war sehr gut, es war aber sehr, sehr viel. Wir haben, glaube ich, jeder ein Viertel von unserem Pancake nicht gegessen. Aber dafür das ganze Obst, und mein Ingwertee war mega scharf. War ich dann auch froh, als er weg war. Aber war lecker. Und thank you. You can see the big temple open free. What? Big temple open free. Which one? Big. Yeah, big temple. You been already? No, not yet. Where are you from? From Germany. Nice to meet you. Okay, moment. You're from this island. Thank you. How long have you been here? Since yesterday. Oh, in holiday. Holiday in Thailand, how long? 2.5 weeks. Oh, all in Bangkok? No, no, we've been in Chiang Mai, Pai, and Koh Chang. Oh, and tomorrow we're going back home. Oh, tomorrow you're back to? Yeah.
to Germany. Nee, eine Million. Nee. Ah, Tuk-Tuk fahren. Ja, und da sind wir. You student. Sorry? You student. Yes. Oh mein Gott, jetzt fährt er falsch rum in der Straße. Was zur Hölle? Also auf jeden Fall hat er uns jetzt einen guten Preis gemacht. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, dann sparen wir uns die ersten Kilometer drauf. Okay, jetzt hat er uns zu dem Königspalast gefahren, wo wir eigentlich hinlaufen wollten. Das wäre jetzt nicht so weit gewesen, das hätten wir durchaus laufen können, aber okay. Hier ist ganz schön viel los. Sehe ich da gerade so. Also wir wollten uns jetzt hier ein bisschen umschauen, weil wir sind mitten in so einer Reisegruppe gelandet. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Also jetzt wollen wir in den Königspalast und dann noch zu diesem Wat Po? Po? Das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie man es ausspricht. Wahrscheinlich Po. Und dann vielleicht rüber zum Wat Arun mit der Fähre und von dort dann vielleicht noch auf so einen Markt. Keine Ahnung. Go with the flow und das sehen wir dann, was wir machen. Also das war uns definitiv zu voll. Dann haben wir auf halbem Weg abgebrochen. Da gehen wir nicht rein. Jetzt versuchen wir mal, um diesen ganzen Komplex rumzulaufen, um unten den großen liegenden Buddha anzuschauen und zu hoffen, dass da ein bisschen weniger los ist. Ja. Ist halt ein übles Touri-Geschiebe hier. Also auch immer so Reisegruppen mit irgendwelchen Führern. Alle haben so Sonnenschirme. Alles ist voller Schirme, die einem in die Augen pieken. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gelandet sind. Hier ist so ein Marktfest. Wir waren einfach plötzlich mittendrin. Und wir folgen den Menschenmassen. Aber irgendwie geht es da irgendwo rein. Oh mein Gott. Wir sind angekommen bei dem Bad und heute habe ich meinen Schal dabei. Den habe ich mir einfach nur so um die Hüfte gebunden, damit die Knie bedeckt sind. Und obenrum habe ich ein T-Shirt an, deswegen habe ich oben nichts gebraucht. Und Jojo hat sich hier so ein schickes Gewand ausleihen lassen. Sieht aber eigentlich ganz süß aus. Und jetzt keine Ahnung, wo wir überhaupt hingehen gerade. Foreigners. Ach, die müssen bestimmt wieder... Oh, Scheiße, guck mal, das kostet. Scheiße, haben wir so viel? Nee. Verdammt. Und wir haben Geld geholt. Und jetzt können wir rein. Und das ist der Tempel und es kostet, glaube ich, 200 Baht pro Person. Also es sind hier auf jeden Fall deutlich andere Preise als in Chiang Mai oder in Pai oder auch auf der Insel. Hier muss man die Schuhe übrigens in so eine Plastiktüte machen und dann mitnehmen. Und jetzt gehen wir da rein zu dem liegenden Buddha. Tüte darf man nicht tragen. Guck mal, wie beeindruckend. Der ist einfach riesig. Das ist ein Ohr. Oh mein Gott. Wow. Crazy, schaut mal, wie riesig der ist. Wir sind jetzt runter zu den Füßen gelaufen. Und dann kann man überhaupt erstmal sehen, wie groß der ist. Riesig einfach. Riesenfüße. Alle Zehen gleich lang. Und außen beim großen liegenden Buddha geht es dann auch weiter. Und hier ist alles so süß und so bunt und. Ich glaube, das sind dann immer noch so andere Tempel und eben diese, was sind das überhaupt, Verzierungen? Das sieht total schön aus. Es ist so mega warm hier in Bangkok, / heiß. Vor allem so in diesen Gewändern, in diesen isolierten. Aber wir müssen es nochmal genießen, ab übermorgen werden wir frieren. Der letzte Tempel, in dem wir jetzt gerade drin waren, da hat so ein Guide gesagt, das wäre der Men's-Tempel. Aber also, man durfte als Frau trotzdem rein. Trotzdem mussten wir uns nochmal so einen extra Rock überziehen, der wirklich bis zum Boden eigentlich runterging. Super warm war. Aber wir sind schon so reingelaufen. Da hat uns so ein Guard wieder rausgeschickt und gemeint, no sexy. Okay. Na dann. Ja, und dann haben wir uns das Ding übergezogen. Aber das konnte man da einfach kurz kostenfrei ausleihen. Jojo musste sich das für 50 Baht leihen. Wir sind jetzt zu dem Ta Chang Pier gelaufen und haben jetzt hier ein Boot genommen zum Wang Lang.
auf dem Markt angekommen. Ich glaube, das ist eher so ein einheimischer Markt. Auf jeden Fall findet man hier wenige Touristen. Und das war eine Empfehlung von einer Bekannten, von einem Bekannten von Jojo. Und sie lebt hier. Also sie ist, glaube ich, Thailänderin. Sie hat uns diesen Markt empfohlen, weil wir gesagt haben, wo sie denn gerne hingeht. Und dann meinte sie hierher. Genau. Schauen wir einfach mal so ein bisschen rum und versuchen, die Orientierung zu behalten, was nicht so einfach ist, weil hier alles genau gleich aussieht, gefühlt. Ein sehr bekannter Tempel hier. Ich will jetzt nicht sagen, der bekannteste in Bangkok, weil keine Ahnung. Aber es ist ein sehr bekannter Tempel. Und erst haben wir überlegt, ob wir den überhaupt machen wollen. Aber jetzt hat sie das auch empfohlen und das haben ganz viele von euch empfohlen. Und wahrscheinlich ist das einfach so ein Must-See, was man machen muss. Ja, und das kostet jetzt 100 Baht, um dahin zu fahren von dem Markt aus. Man könnte auch mit dem Boot wieder zurückfahren und dann nochmal laufen zu einem anderen Pier und nochmal mit einem Boot fahren, wenn man die günstigere Variante machen möchte. Aber wir machen es so. Man könnte auch hinlaufen. Das sind, glaube ich, 22 Minuten circa, die man laufen würde. Ja, und mit Tuk-Tuk halt 5 oder so. Übrigens laufen hier alle mit solchen Eukalyptus-Riechstiften rum, die man dann hier einfach so aufdrehen kann und dann dran riechen. Und das ist manchmal ganz schön praktisch, wenn es in der Stadt, so wie jetzt hier im Stau, ein bisschen stinkt. Das bringt natürlich überhaupt nichts, dass es irgendwie gesünder wäre, die Luft einzuatmen. Aber immerhin riecht es dann nicht so eklig. Und auch sehr handy, wenn es irgendwo nach Toilette, nach Fisch, nach Müll oder noch sonst was riecht, dann kann man einfach so und gut ist. Und dann bleibt so ein frischer Geruch in der Nase. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da drin ist. Aber hier steht Eukalyptusöl, Menthol, Kampfer und Borneol. Whatever that, baby. Und wir sind angekommen. Und Jojo muss sich jetzt wieder irgendwo ein Gewand holen. Ich glaube da. Ah, diesmal kostet es 20 und 100 Deposit. Das kriegt man dann wieder, wenn man es abgegeben hat. Und da sieht man auch immer, was man nicht darf. Ich habe wieder mein Tuch mir umgebunden. Da ist ein Mönch. Also dieser Tempel ist wirklich super beeindruckend. Das sieht wunderschön aus. Da sind zwar jetzt auch wieder einige Leute natürlich, aber toll. Und es ist sogar der Sonnenuntergangstempel, gell? Kommen wir eigentlich genau richtig. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Also jetzt stehen wir genau auf der anderen Seite. Wir sind einmal außen rum gelaufen. Und jetzt können wir eigentlich auch mal da hochgehen, oder? Und dann kommt da die Sonne so. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hallo? Wo ist sie denn? Da. Schön. Bootsystem ist so verwirrend. Wir haben uns jetzt hier wieder Tickets gekauft. Diesmal kostet es 15 Baht pro Person. Und jetzt sollen wir das Boot mit der orangenen Flagge nehmen. Also ich glaube, blaues Boot ist das Touri-Boot. Und wir sollen das orangene nehmen. Und dann meinte sie, wäre die nächste Station unsere Station. Aber wenn man bei Google Maps schaut, dann wird unsere Station von hier aus gar nicht angefahren. Also ich traf's überhaupt nicht. Wir geben uns einfach mal wieder völlig hin. So, Mom, das ist unsere Devise auf dieser Reise. Es wird schon alles klappen. Wir werden schauen, wie wir rauskommen. Wir zeigen denen auf dem Boot einfach die Station, fragen, wie's? Und dann werden wir sehen, was passiert. Irgendwie kommt man schon an. Ist jetzt alles auch nicht so mega weit auseinander, wo wir jetzt gerade sind, vom Hotel aus und so. Geht schon. Ein paar Stündchen später, es ist mittlerweile schon komplett dunkel draußen und wir sind, guck mal, wir sind geschminkt. Also jetzt nicht so mega arg, aber so ein bisschen. Jetzt gehen wir essen und dann genießen wir unseren letzten Abend. Und heute habe ich meinen Kittel mal als Kleid angezogen. Ich finde es so ein bisschen tricky, weil es könnte so aufwehen. Und dann bin ich da so in meiner Unterhose. Egal. Wo gehen wir jetzt hin? Etos.
Das hat irgendjemand nämlich mir auf Instagram, eine Zuschauerin, geschrieben. Itos Vegetarian Restaurant bei der Khaosan Road hinterm Burger King ist so eine kleine Straße. Und da sind so verschiedene vegetarische Restaurants. So, jetzt kleinster Aufzug. Übrigens, der hat voll gepiepst, als hier noch jemand mit uns rein ist. Also, man darf maximal zu viert. Wir waren zu viert und dann ging so ein Alarm an. Musste einer laufen. So, also hier sind wir essen. Das ist, wie gesagt, ne, in dieser kleinen Seitenstraße. Vegetarian und Vegan. Und auf der Karte, also so sieht es hier übrigens aus, Gott, auf der Karte, sind die veganen Sachen grün geschrieben und die vegetarischen rot. Und unsere Drinks sind schon da. Das ist jetzt nicht sehr spektakulär. Julia hat so einen Saft. Und ich habe einen, wie sagt man jetzt, Kombucha. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und Food ist noch nicht da. Also das ist jetzt das Essen. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Schaut mal. Das ist wie so Wackelpudding. Weil es hieß, das ist Gemüse mit Nudeln und einer dicken Soße. Und jetzt ist es eher so eine Bowl. Aber wir lassen uns mal überraschen. Und das Tempeh sieht köstlich aus auf jeden Fall. Also nach all der Travel-Zeit würde ich sagen, das war jetzt das erste Mal. Die Kamera kommt überhaupt nicht klar. Aber das ist das erste Mal, dass ich nicht ganz die richtige Wahl beim Essen getroffen habe. Es war okay, aber es war mega fad. Und ich wurde so diesen Aspik-Gedanken nicht los beim Essen. Und deswegen war es die ganze Zeit so ein bisschen so. Dabei hat es so gar nicht geschmeckt, aber ich hatte so dieses Bild, dass ich so irgendwas eingelegt in so Grützenzeugs esse. Und dann, ja, wir haben viel Sojasauce drauf gemacht und dann ging's. Aber jetzt hat Jojo die Menükarten, die Dessertkarte geholt. Genau, damit wir da nochmal gucken können, ob uns da noch irgendwas anlacht. Ich bin zwar eigentlich satt. Story of my life hier, aber vielleicht gibt's ja noch was. Also, das sind jetzt zum Beispiel die veganen Sachen und das sind dann die vegetarischen Sachen. Bananas in Coconut, das hatte ich aber neulich und das war so warm und es war nur so semi, ne? Oder in Sachsen kalt. Apple Crumble. Also die Preise hier sind halt deutlich anders als sonst wo. 165, dafür hätten wir sonst zu zweit auf jeden Fall Hauptgerichte gegessen. Mal gucken, was es sonst noch gibt. Breakfast all day. Vielleicht auch einfach nur ein Fruit Shake. Also unser Nachtisch ist tatsächlich ein Shake geworden. Das ist so ein Coconut Shake mit Kardamom und mit Zimt und mit Sternanis und noch irgendwas. Sehr lecker. Ich habe eine Blume oben drauf gemacht, kann man es sehen? Naja, so aus der Perspektive ist es ganz schön. Till begin! Hier ist auf jeden Fall ein Riesenventilator am Start. Wir sind jetzt beim Above 11 angekommen und warten jetzt auf den Aufzug. Okay, ciao, wie cool sieht's aus. Und wir sind nicht mal auf der höchsten, sondern auf der bezahlbaren. Gerade ist leider alles voll, deswegen können wir jetzt nirgends sitzen, aber wir stehen und wir schauen rum. Und jetzt haben wir so einen komischen Buzzer gekriegt und dann dürfen wir uns irgendwann nochmal hinsetzen. Guten Morgen zu unserem letzten Morgen aus Bangkok. Wir waren gestern Abend ja noch auf der Rooftop-Bar. Was ist denn da draußen los? Und wir haben noch die Freundin von dem Bekannten von Jojo getroffen, die da eben wohnt. Dann waren wir noch in so einer spanischen Bar / Club. War kein wirklicher Club, war eigentlich eine Bar, in der es aber so ein bisschen abging. Es war witzig. Und dann sind wir so gegen 1:30 oder so, wieder hier zurückgefahren und haben dann, was haben wir eigentlich so lange gemacht? Also auf jeden Fall haben wir erst 3:30 geschlafen, glaube ich. Keine Ahnung, wir haben noch so ein bisschen, eigentlich haben wir nicht mal gepackt, weil das haben wir heute Morgen gemacht. Waren am Handy, eingecheckt für die Flüge. Naja, jetzt ist auf jeden Fall 10:50 und 12:00 müssen wir hier auschecken. Deswegen haben wir hier auch schon gepackt, beziehungsweise so fast. Und geduscht und so weiter. Und wir haben ja jetzt heute nochmal den ganzen Tag. Also unser Flug geht nämlich erst um 23.40 Uhr, glaube ich. Also ich glaube um 10 Uhr irgendwas ist Boarding. Und deswegen ja, machen wir nochmal ganz gechillt hier. Wir wollen aber nichts zu krasses machen, weil wir wollen nicht so mega schwitzen. Weil wir ja dann 12 Stunden ins Flugzeug sitzen müssen.
Jojo packt gerade ihre Schuhe ein und verzieht das Gesicht. Die sehen eben entsprechend aus. Genau, also vielleicht tuckern wir einfach mit dem Boot ein bisschen rum. Vielleicht gehen wir noch nach Chinatown. Wobei der gestern gesagt hat, gell, wenn wir nicht schwitzen wollen, ist Chinatown der absolut falsche Ort, weil es da sehr voll sein soll. Ja, also mal schauen, was wir machen. Erstmal gehen wir auf jeden Fall frühstücken. Das Hotelfrühstück haben wir mal wieder verpasst. Super, dass das mit dem Zimmerpreis enthalten war. Keine Ahnung, ob es was taugt. Oh, ich wollte euch das Zimmer zeigen. Also hier kommt man zur Zimmertür rein. Dann ist hier so ein Regal und das Bett. Und wir haben ein Fenster. Es gab auch sehr viele Zimmer ohne Fenster. Und das hier ist ja das Queen Superior Zimmer. Deswegen hat es ein Fenster. Das sind übrigens die Packing Cubes, von denen wir absolut abraten können. Also seht ihr, wie hoch die sind? Da passt halt Jojos komplettes Leben rein ungefähr. Und das ist dann natürlich für eine Sortierung im Rucksack semi-praktisch. Ja, und hier geht's dann ins Bad. Das hat so eine Schiebetür. Das ist total modern eigentlich. So eine Dusche. Da kommt ein ordentlicher Strahl raus. Eine Toilette und ein Waschbecken. Ja, also eigentlich ganz cool. Ein letztes Mal durch die Khao San Road. Scheiße, Mann, ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt. Ich hätte sie euch ja eigentlich mal bei Nacht zeigen müssen. Vielleicht können wir das Video einblenden, was du gemacht hast, das Handyvideo. Seht ihr jetzt. Kleines Kontrastprogramm auf jeden Fall zu tagsüber. Und auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Frühstück. Wir laufen wieder zu dem Ethos und haben gerade ausgecheckt, unsere Rucksäcke im Hotel gelassen. Und jetzt wird erstmal gefoodet. Es ist jetzt gleich 12. Hello! Yay! Frühstück war super lecker. Also heute hat mir unsere Wahl besser gefallen als gestern Abend. Und das ist einfach so ein richtig entspanntes Restaurant. Da lagen auch Mädels auf dem Boden und haben geschlafen. Ich dachte mir so, hätte ich mich jetzt auch irgendwie dazulegen können. So einen kleinen Nap machen. Genau. Wir laufen jetzt zum Fluss und werden so eine kleine Bootstour machen. Ein bisschen den Fluss runter, da ist so ein Blumenmarkt. Das hat der einer gestern uns empfohlen, der da auch mit war auf der Rooftop Bar. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, wir waren im Above 11, heißt die Rooftop Bar. Von der Atmosphäre her ganz entspannt. Gibt, glaube ich, nicht so wirklich offiziell einen Dresscode im Vergleich zu manchen anderen Rooftop-Bars. Und es ist noch relativ preiswert. Also wir haben für zwei Mocktails, also für Cocktails ohne Alkohol, insgesamt 400 Baht gezahlt, plus noch so eine komische Steuer und Service, was da noch drauf kommt. Also 450 zusammen. Was sind das? Da haben wir nachgeschaut. Ja, 13 Euro ungefähr. Also eigentlich ein Stuttgarter Preis, so ein bisschen in der Art. Aber für eine Rooftop-Bar in Bangkok, okay. Wir sind jetzt vorgelaufen zum Pier. Also das ist ja Nummer 13 und wir fahren zu Nummer 6. Und wenn man jetzt mal nach da hinten guckt, seht ihr, wie smoggig das ist? Man könnte einfach meinen, es ist schlechtes Wetter, aber ich glaube nicht. Und wir haben uns wieder ein Ticket gekauft, 15 Baht, mit der orangen Flagge. Langsam haben wir so ein bisschen gerafft. Also auf Google Maps sieht man auch die Stationen. Wir müssen jetzt zu Station Nummer 6. So, here we go. Das sind jetzt diverse Stationen. Und dann kommen wir irgendwann an. Keine Ahnung, wann müssen wir immer dann. Wir sind angekommen. Es ist so voll auf dem Boot. Unsere Mission war ja heute nicht so arg schwitzen. Also das ist bisher völlig absolut nicht geklappt. Eigentlich wollte ich dieses Oberteil zum Flug anlassen, weil man da nichts drunter hat. Also das ist einfach nur, da habe ich keinen BH drunter, sondern einfach nur dieses Teil. Schauen wir mal. Und wir haben Feuchttücher und Deo. Ah, süßer Laden. Ja, und jetzt schauen wir hier einfach ein bisschen rum. Und ich weiß gar nicht, sagen die irgendwann, das Boot ist voll, man kann nicht mehr drauf. War jetzt in dem Fall nicht so. Aber es ist ein Erlebnis auf jeden Fall. Und es ist nicht so schwierig, wie man denkt. Einfach durchfragen. Details sind alle sehr freundlich, finde ich, und sehr hilfsbereit. Zumindest auch so unsere Erfahrung. Direkt am Pier hier vorne sieht es auch schon mal gar nicht so ramschelig aus, wie sonst manchmal auf den Märkten. Eigentlich ganz süß. Und haben halt auch wieder alles Mögliche. Vor allem findet man viel von solchen
bunten Flatterhosen. Die gibt es hier eigentlich überall. Okay. Wir sind jetzt. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wo wir sind, aber Leute, das sind alles Zwiebeln und Knoblauch. Das ist alles Knoblauch in den pinken Säcken. Das ist alles Knoblauch. Wow! Verrückt sieht's hier aus. So richtig, wie man sich's vorstellt. Wow, die Gebäude, guckt euch das mal an. Krasser Mist. Toll, ich bin fasziniert vom Knoblauch. Ich könnte meinen Rucksack gegen so einen Sack austauschen. Meine Klamotten sind eh alle super dreckig. Riechen wahrscheinlich schlimmer als der ganze Knoblauch. Und das ist der Blumenmarkt. J. Piemann Flower Market. Und da geht's rein. Wie schön sind sie alle. Wenn jemand von euch weiß, was das ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Finde ich ja zuckersüß. Ja, und das Petersilie. Und ich glaube, aus den ganzen gelben Köpfen machen sie diese Gebilde, die da immer mal wieder hängen. Diese hier mit diesem anderen Weißen noch dabei. Also hier riecht es richtig heftig. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich alles ist. Ist das Kurkuma oder Ingwer? Und irgendwelche Seifen und so? Und rote Flüssigkeit? Und ist dies. Riecht auf jeden Fall crazy. Jetzt sind wir wieder zurück am Pier und wenn man da innen nach oben geht, dann kann man sich da eigentlich auch ganz schön hinsetzen und hier dem Treiben so ein bisschen zuschauen. Und da hinten sieht man die Hochhäuser. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das diese Skybar ist aus Hangover oder ob es die andere mit der Kuppel ist. Ich glaube, es ist das. Aber ich weiß es nicht genau. Es gibt nämlich zwei mit Kuppel. Und da hinten ist so ein Gebäude, das auch richtig verrückt aussieht, weil es nämlich aussieht, als würde es gerade auseinanderfallen. Aber das soll wohl so sein. Wir waren gerade eben nochmal bei dem Mango-Essen. Und es war sehr lecker. Jetzt laufen wir so in Melancholie gerade das letzte Mal die Khao San Road runter. Denken uns so, jetzt geht's wieder nach Hause. Also einerseits freut man sich auch wieder auf zu Hause natürlich. Ich freue mich auf die Cats, ich freue mich sehr auf Alex. Aber andererseits weiß man so, es ist Winter und hier ist so entspannt irgendwie. Also auch in Bangkok war es entspannt. Es war einfach so easy life. Aber ja, so ist das ja immer mit dem Urlaub. Irgendwann muss man ja wieder nach Hause. Weil muss man nicht, aber meistens schon. Und jetzt gehen wir ins Hotel, holen unsere Sachen, machen uns fresh. Und dann fahren wir zum Flughafen. Na, geht's los. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir uns gleich 12 Stunden in ein Flugzeug setzen. Oh mein Gott. Ja. Und was macht man, wenn man noch ein bisschen Zeit hat? Dann lässt man sich tatsächlich direkt neben der Straße die Füße massieren. Haben wir gerade ganz spontan beschlossen. Yay. Unser Gepäck aufgegeben und schauen jetzt mal, was wir mit unserem restlichen Geld machen. Vielleicht kaufen wir uns ja was bei Coach oder bei Bulgari, Prada oder gar nichts. Wir haben gerade geguckt, oh, Dried Mango, lecker. Kostet die halt 540 Baht. Was sind das? 15 Euro oder so. Für ein Paket getrocknete Mango. Wie geht's eigentlich noch? Die sollte aber besser aus Gold sein. Wenn die 15 Euro kostet, so ein kleines Paket getrocknete Mango, was? Ja, wir laufen jetzt mal in Richtung von unserem Gate und schauen, was es hier noch so gibt. In Bangkok am Flughafen haben wir nämlich noch nicht. Also waren wir schon, aber immer nur in dem, nicht in dem internationalen Teil. Und bei der Ankunft kommt man hier nicht vorbei und falls doch, dann haben wir es nicht mitgekriegt, weil wir so müde waren. Also sehen wir vielleicht aus wie Leute, die ihr Geld am Flughafen loswerden müssen. Wir haben uns hier mal schnell noch alles mögliche an Snacks und Soßen gekauft. Sag mal, wo ist denn jetzt eigentlich dieses Klo? Da war doch jetzt gerade ein Schild, Toilet, da lang, da hinten oder was? Sieht aber nicht nach Klo aus. Also ich habe jetzt noch 18 Baht in der Tasche und das sind ungefähr 40 Cent. Was sind? Schönes.
auf jeden Fall nicht viel. Ich würde sagen, es war sehr gut. Ich habe eine Tüte Pistazien gekauft und zwei Soßen, weil alles andere war dann auch doch irgendwie zu teuer. Und ach, und Wasser habe ich uns noch gekauft. Sehr schön. Und das gerade auch nochmal aufgefüllt. Und ach, das geht ja noch gar nicht los. Ja, ne? Dann fliegen wir jetzt nach Frankfurt. Und wir sitzen und gleich geht's los und wir werden jetzt unsere Uhren umstellen, also wieder 6 Stunden zurück sozusagen, um im Kopf direkt schon in der neuen Zeitzone drin zu sein. Das haben wir auf dem Hinweg so gemacht, das hat richtig gut funktioniert und dadurch waren wir eigentlich echt schnell in der Zeitzone, muss man sagen. Deswegen schauen wir mal, ob das auf dem Rückflug jetzt auch so geklappt. Ich bin jetzt schon verdammt müde, es ist 11:30, also muss ich jetzt so tun, als wäre jetzt 5:30. Also darf ich jetzt noch nicht schlafen. Ja, ich versuche es durchzuhalten. Jetzt noch nicht zu schlafen, jetzt noch was anderes zu machen und dann erst zu einer angemessenen Uhrzeit. Also um 8 zu schlafen. Schon kriegen wir jetzt hier erstmal noch Abendessen oder sowas in der Art. Und danach vielleicht dann. Ja, mal schauen, ob das klappt. Da ist die Urlauberin wieder zurück. Hallo. Ich bin wieder da. Also es gab noch ein paar kleine Strapazen, weil ein bisschen Schneechaos und so weiter war. Wir dachten uns echt so, Hilfe, was ist das? War so kalt. Nur so in Sportleggings und ich hatte noch so einen Pulli und so eine dünne Jacke und ein dünnes Halstuch an. Aber jetzt bin ich wieder da und wir haben schon uns schön begrüßt und lecker gefrühstückt. Und ich werde jetzt als erstes mal duschen gehen. Ich fühle mich so richtig bläh. Und ich muss dringend meine Haare waschen. Und mache hier gerade Wäscheberge. Und mich gibt's auch noch. Hallo zu diesem Vlog von mir. Und wieder gleich auch tschüss. Ich habe ein wunderschönes neues T-Shirt. Das ist ein Mitbringsel von Marie. Ja. Das ist richtig schön. Das habe ich hier in Chiang Mai auf dem Markt gekauft, wo wir unser ersten Sticky Rice mit Mango hatten. Großer Batik-Fan bin ich. Und ich habe ein wunderschönes Armband bekommen. Auch dort vom Markt. Auch, sieht richtig, richtig schön aus. Danke. Ja, gerne. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Marie wieder da ist. Und ja, wir beenden jetzt den Vlog, oder? Ja, ich wollte mich gerne noch bei euch für das ganze positive Feedback bedanken, beziehungsweise wir uns. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht, so viel zu vloggen und euch so viel zu zeigen, weil halt auch die Reaktionen so positiv waren und ihr das irgendwie auch so genossen habt, irgendwie was aus Thailand zu sehen und Tipps zu bekommen und dann aber auch die Mischung zu, was Alex zu Hause macht und in Italien gemacht hat und so. Ja. Ja, vielen Dank dafür. Genau. Und dann sehen wir uns nächsten Vlog hoffentlich wieder. Richtig. Bis dahin. Schönes, kann man schon sagen, schönes Wochenende. Ich bin noch so richtig im Urlaubsmodus. Ja, ich glaube schon. Also, ansonsten auch schönen Donnerstag, schönen Freitag, schönes Wochenende. Macht's gut. Schönen Montagabend, Nacht. Tschüss. Tschüss.